So, bin wieder auf dem Dach, der Rolandson vom Dach. Ist heute wieder windig, aber morgen wird es noch stürmischer, deswegen mache ich es heute. Und es ist eben eigentlich ein Errata von meinem letzten, also die Robo for Future, die Nummer 13. Da hatte ich mich auch dazu hinreißen lassen, die Lebenserwartung. Ich bin da halt auf 0,7 Jahre gekommen. Und danach war dann ja später der große Aufschrei, oh, Corona-Tote könnten noch 9 Jahre oder sogar noch länger irgendwie leben. Deswegen, dass ja so eine böse Krankheit ist. Und deswegen habe ich mir das dann auch angeschaut. Ich habe halt auch tatsächlich einen Denkfehler drin. Ja, ich rechne euch halt jetzt vor, wie es irgendwie, ich komme dann auf 2,5 Jahre. Und denselben Fehler, den ich gemacht habe, den haben im Prinzip auch die anerkannten Wissenschaftler gemacht. Ja. Deswegen irgendwie zeige ich euch eben irgendwie, wie ich es gemacht jetzt mache, also wie ich es falsch gemacht habe, wie ich es jetzt richtig mache. Physiker, also ein bisschen darf ich irgendwie schon. Ich habe wirklich jetzt eine Woche lang irgendwie drüber nachgedacht, irgendwie, also viele Tage, ob ich das jetzt wirklich so halbwegs seriös irgendwie euch vorrechnen kann. Und was halt die irgendwie da in England mit ihrer wissenschaftlichen Studie. So, und deswegen habe ich jetzt hier den Computer mal mit hier aufs Dach genommen. Ja, das fängt halt schon an, dass hier irgendwie die große Wissenschaft, ja, war ja auch irgendwie dann in diese Talkshow, ich habe sie jetzt nicht im Fernsehen, ich nichts Fernsehen, ja, dass dann halt wirklich irgendwie der liebe Boris Palmer da voll irgendwie aufgelaufen ist und von ihm, ja, nee, tut mir leid, das ist Wissenschaft und Wissenschaft ist die Wahrheit, ja. Und er hat diese Arroganz, ich komme später dann nochmal drauf, wieso ich das dann die Nazi-Wissenschaftler nenne, ja. Diese Arroganz ist gar nicht erklären zu müssen, weil die Wissenschaft hat ja diesen Wahrheitsanspruch. Ja? Denn wenn er es erklärt hätte, ich meine, der Boris Palmer ist ja schon irgendwie, kann gerne eigene Partei gründen. Ja? So Grüne mit Hirn irgendwie. Ja? Der wird sofort den Grünen zwar irgendwie, also der kommt auch ohne die Grünen auf die 5% hören. Ja? Also ich bin sofort dabei. Da würde halt, und dann den NDR irgendwie hat irgendwie das dann nachgerechnet, also das ist schon mal gar keine Wissenschaft. Und dann diese britische Wissenschaftler, ja, das, die dann hier zitiert wird, ja, wenn man dann irgendwie guckt, irgendwie, was das dann ist, ja, dann landet man hier und wo haben wir das, ja, awaiting peer review. Also Peer Review ist, dass sie halt von anderen Wissenschaftlern begutachtet wird und danach ist sie erst anerkannte Wissenschaft sozusagen, also dann wird sie veröffentlicht und die wartet noch darauf und das irgendwie schon seit ein paar Wochen oder sowas, ja. Sowas dann als die Wissenschaft und daraus dann der Norddeutsche Rundfunk abzuleiten und dann Diskussionen abzuwürgen, weil das die Wahrheit ist, ja, also tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, wer da in der Talkshow, welcher Wissenschaftler das irgendwie da dem Boris Palmer da so irgendwie an die Karre gefahren ist, aber wenn der damit konfrontiert wird und dann nicht sagt von dem, okay, tut mir leid, war Fehler oder sowas, ja, da unten läuft jemand lang, ja, dann alle Fördermittel kürzen irgendwie, wissenschaftlichen Grad aberkennen, ja, weil die Nazi-Wissenschaftler, kommt dann später, ja, ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das bringen soll, weil ich bin ja schon froh, dass der Drosten und so, dass die sich den Mut haben, dass ich an dieser allgemeinen Diskussion zu beteiligen, ja, und dann kriegen sie Morddrohungen oder so und deswegen, wenn ich jetzt komme und liefere hier praktisch die Grundlage dafür, die Nazi-Wissenschaftler zu nennen irgendwie, ja, dann werden die Linksautonomen erst recht irgendwie, habe ich echt lange überlegt, ja, ob ich das möchte, ich meine, ich denke, ich darf es auf jeden Fall, weil, ne, Soldaten sind potenzielle Mörder, also das irgendwie, und es hat bei mir halt auch immer den Hintergrund zum Faschismus. Also wenn ich jetzt sage, das sind Nazi-Wissenschaftler, dann meine ich damit eine bestimmte Gruppe von Wissenschaftlern, die unkritisch einfach der Macht zuarbeiten. Ja? Also der gerade an der Macht ist irgendwie, der wird halt dann mit irgendwelchen solchen Aussagen irgendwie, ja, okay, aber später. Gehen wir hier zurück, nämlich irgendwie jetzt diese, also wie gesagt, irgendwie diese Studie hier, ja, die eigentlich gar nicht ist irgendwie. Ich werde dann sagen, wo hier der Fehler ist. Irgendwie, ich kann ja schon mal runterrollen. Irgendwie, da. Ja, da kommen sie dann halt mit den Nebenerkrankungen. Irgendwie. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal erklären, wo mein Fehler gewesen ist. Ja? Ich hatte halt irgendwie einfach gesehen, irgendwie, okay, 80 Jahre Durchschnittsalter von denen, die gestorben sind. Dann habe ich nachgeguckt, okay, wo war die Lebenserwartung letztes Jahr? Das war halt 80,7. Und dann habe ich irgendwie geschlossen, naja, okay, 0,7 Jahre. Ist zugegebenermaßen falsch, ja.
ärgert mich ein bisschen, weil in der 13, 2 plus 1 gleich 0, geht es eigentlich darum, dass wir irgendwie mit 5 Milliarden Euro insgesamt 4,5 Millionen Corona-Tote verhindern könnten. Und das wäre ja sogar gut, wenn die alle noch 9 Jahre zu leben hätten, dann wären das 40 Millionen Lebensjahre, die man retten könnte. Ganz einfach, ja, wenn die Politiker mal ihr Hirn einschalten würden und nicht so irgendwie heucheln würden. Ja. Deswegen war das dumm, dass ich da mich dazu hinreißen habe lassen. Der Fehler war halt irgendwie, das sind nicht dieselben Personengruppen. Ja. Also diese 80,7 Jahre Durchschnittsalter, ich habe das Ding hier hinter so einem Schornstein versteckt und mit schon ein bisschen Schaumstoff, damit das irgendwie nicht ganz so rauscht. Also ich hoffe mal, diesmal klappt es besser. Und hier sieht man ein Windrad, das erzeugt jetzt ordentlich Strom und läuft meine Waschmaschine. Ja, ja. Diese 80,7, das sind halt alle, ja, irgendwie die schon früh sterben, die spät sterben. Aber die jetzt Corona-Toten, Durchschnittsjahr 80, das sind ja im Schnitt schon die, die 80 irgendwie erreicht haben. Und die, die überhaupt erstmal 80 werden, das sind schon die, die genetisch irgendwie besser veranlagt sind, die gesünder gelebt haben. Und das heißt, die, die 80 erreicht haben, ja, die werden wahrscheinlich irgendwie noch mal 9 Jahre leben, ja. Wo habe ich hier? Da. Ja, das ist dann irgendwie auch schon statistisch belegt. Also, muss ich kribbel die da auf? Ja, sieht man jetzt hier unten, die 80, ja, die leben halt im Schnitt noch 9,4 Jahre. Während wenn man sich jetzt mal die 40-Jährigen anschaut, die leben noch 43,9, also 44 Jahre, dann sind sie halt, wenn sie 80 sind, nur noch 4 Jahre. Ja, das sind halt die, die dann an, weil sie zu dick sind oder rauchen oder irgendwas schon vorher irgendwie an Krebs alle weggestorben sind. Ja. Ist ein allgemeines Phänomen. Also auch früher, ja, war ja die Lebenserwartung 30 Jahre oder sowas. Ja. Das liegt aber in der Kindersterblichkeit. Die, die dann das Erwachsenenalter erlebt haben, die leben dann schon deutlich länger. Haben deutlich länger gelebt. Und die, die wirklich so gesund waren, dass sie dann wirklich irgendwie 60 oder geworden sind, die waren halt irgendwie, haben es zu Wohlstand gebracht, hatten irgendwie eine gute Umgebung, die sind dann auch uralt geworden. Ja. Das gab es schon immer. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Statistiken, auch was ich jetzt gleich komme, man muss wirklich aufpassen. Ja? Und ich behaupte auch gar nicht, dass das ich jetzt die Wahrheit habe irgendwie, weil es ist schwer. Ja? Wenn man halt irgendwie Statistiken, die unterschiedliche Grundlage haben, irgendwie vergleicht, muss man aufpassen. Ja? Deswegen war das mein Fehler. So. Und ich mache jetzt mit meinem weiter, weil das ist ja eigentlich das Interessante. Also ich habe dann halt irgendwie mal ausgedacht, okay, wie könnten wir das denn? Weil ich habe mir dann die Studie von denen angeschaut und irgendwie die wirklich so, oh, Simulation und Monte Carlo und boah, also schwer zu lesen. Und sie haben dann die Quelle irgendwie so eine schottische kleine Personenzahl. Da verweisen sie dann auf ihren GitHub, ja. Wo ist er irgendwie? Aber auf dem GitHub ist gar nicht erklärt. Da sind da vielleicht irgendwo ein paar Zahlen. Aber das sind die Rohdaten, diese für ihre Computersimulation. Aber wie diese Daten irgendwie, ist auch nicht erklärt. Also, schwer. Deswegen fange ich einfach mal an. Ich habe mir dann überlegt, wie könnte ich es denn ohne diese unverständlichen Computersimulationen, sondern wirklich irgendwie stichfest, aber praktisch verständlich. Ja? Und da habe ich halt, wie ich es beim letzten Mal angefangen habe, von wegen, naja, wie sind denn letztes Jahr die Leute gestorben? Ja? Und da habe ich halt irgendwie schöne Statistiken gefunden, wo halt wirklich irgendwie nach Jahr aufgeschlüsselt worden ist, an die Menschen gestorben sind. Ja, also das sind halt hier irgendwie 2018, 80-Jährige waren 33.364, die gestorben sind. Ja? Das sind insgesamt von allen, die danach auch noch gestorben sind, 6,21%. Danach 6,5%, 6,82%. Ja? Und wo können wir jetzt nach unten rollen? Das ist irgendwie... Ja, da unten, Entschuldigung. Ja, wenn man das jetzt hier runterrollt, ja, dann landet man irgendwie bei 100% aller, ja, also das sind halt die über 80 und davon sind 32,91% sind in den ersten 5 Jahren. Ui, das habe ich was verraten. Da, also hier, die ersten 5. Ja, also hier, ich habe einfach mal die ersten 5, das ist jetzt nicht so richtig Willkür, um das alles anzupassen, sondern das ist die 5-Jahres-Sterblichkeit. Also wenn man irgendwie Krebs hat, irgendwie macht dann Chemotherapie, wie viel leben nach 5 Jahren noch? Ist so eine wissenschaftliche Zahl, die 5 Jahre taucht da öfters auf. Ja? Deswegen habe ich einfach mal gesehen, okay, welche von den über 80-Jährigen sterben in den ersten 5 Jahren? Ja, und dann behaupte ich nämlich, das sind die Schwerkranken. Ja, es gibt irgendwie zwar irgendwie welche, die werden noch viel älter, aber die sind mit 80 noch super fit. Ja, und deswegen habe ich einfach mal gesagt, wie viel
sind praktisch, das wäre praktisch halbwegs 2,5. Also wie viele haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 2,5 Jahren? Und ich sage jetzt irgendwie, das sind die, die wirklich alle schwer krank sind. So, wie komme ich darauf? Ja, ich bin hier am Bahnhof. Oh, das ist ein langer Zug. Die häufigsten Todesursachen, ja, irgendwie kann man sich eben mal anschauen, also woran sterben die Menschen denn, ne? Es geht ja jetzt gerade, ich habe da irgendwie diese 31%, irgendwie, die sterben irgendwie in den ersten 5 Jahren, woran sind die denn gestorben, ja? Und das ist jetzt irgendwie ne, 43% Kreislauf, also Herzinfarkt irgendwie und Hirnschlag, glaube ich, dann zählt auch dazu, ne? Also irgendwie Blutadern, Krebs, Atmungsorgane, Lunge und Verdauungsorgane. Das sind alles diese Gruppen, die irgendwie als mehrfach überall irgendwie als halt Vorbelastung für Corona, ja? Das sind 75%, ja? Also wieder zurück. Von diesen hier, von diesen, die in der nächsten 2,5 Jahren sterben, ja? 75% hatten irgendwie eine schwere Vorerkrankung, ja? Und muss man jetzt auch wieder aufpassen, ja? Da sind ja auch irgendwie, das kommen alle irgendwie, ich sag dann 70%, ja? Und man muss sagen, irgendwie jüngere Leute, es gibt hier ja auch noch die sonstigen, ja? Autounfälle, jeden Tag sterben 8 Menschen an Auto, also 3.000 im Jahr. Ja, die 3.000 irgendwie, die sind aber überall, ja? Also die sind auch hier oben bei den 40-Jährigen, ne? Da sterben auch 1.000 irgendwie im Jahr. Aber, also hier in jüngeren Zahlen, ja, sind es halt irgendwie viel mehr sonstige und weniger von diesen Alters irgendwie Krankheiten, also die sich halt mit der Zeit aufbauen. Je älter die Menschen werden, desto häufiger sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, von die in den nächsten 5 Jahren irgendwie gestorben sind und sage davon nicht 70%, ja, sind eigentlich sogar noch mehr. Ja, weil wie gesagt, Ältere haben halt, sterben halt weniger an Autounfällen und dafür öfter an Krebs. So, das sind jetzt praktisch hier 32, also wenn man sagt, alle über 80, ja, irgendwie, dann werden 32,9 irgendwie in den nächsten 5 Jahren sterben. Und davon wiederum, kann ich runtergehen, 70%, sage ich halt irgendwie, das sind die, dann sind das 23,4%, die in den nächsten 5 Jahren sterben an einer Vorerkrankung, die auch mit Corona. So. Und ich sage halt irgendwie, das ist eine schwere Vorerkrankung, ja? Weil das kam dann auch, ja, ne, irgendwie mit Bluthochdruck kann man noch lange leben. Ja, natürlich gibt es Leute, die mit Bluthochdruck lange leben. Aber es gibt auch genügend, die halt irgendwie Blutdruck haben und schon so schwer irgendwie vorerkrankt sind, dass sie halt wirklich in den nächsten 2,5 Jahren irgendwie sterben. Da sind auch die dabei, die haben schon zig Chemotherapien hinter sich und Herzinfarkt. Ich kenne schon Leute, die haben einen dritten Herzinfarkt hinter sich. Also es gibt so 23,4% irgendwie sind wirklich todkrank, sage ich jetzt mal. Ja? Die werden irgendwie halt eh in den nächsten Jahren irgendwie und kein besonders schönes Leben, Chemotherapie, Herzinfarkte, irgendwie teilgelähmt etc. Alles vorbei. Ja? So, 23,4%. Jetzt schaue ich mir mal an, okay, wie sieht es denn mit den über 70-Jährigen aus? Ja? Das ist nämlich dann schon, sieht man interessant, das ist erheblich weniger. Also die über 70-Jährigen, da gibt es viel weniger, die schon im ersten Jahr sterben. Und von denen wiederum, ne, wie gesagt, auch wieder 70% war die Ursache, schwere Vorerkrankung. Ja? Also wenn ich jetzt praktisch alle 5, ich rolle jetzt hier erstmal hoch, dann können wir nach runterrollen, damit ich hier nicht so, wenn man jetzt mal die über 60 hier nimmt, dann sind es immer weniger. Immer weniger sind halt todkrank, wenn sie jung sind. Ja? Und hier oben bei 0,3, die 50-Jährigen, ja, fast gar keine, die todkrank sind. Ja? Also wenn ich das jetzt hier unten dann wieder runterrolle und aufsummiere, da. Ja, dann haben wir hier von 32, sind es 10,9, dann sind es nur noch 5,7 und 2,4%, davon wiederum 70%, um halt wirklich zu sagen, ich will nur die Todkranken, also die wirklich krank sind. Ja? Dann lande ich hier bei 23,4, 7 und 4 und 1,7%. So, jetzt kommt der schöne Effekt. Jetzt schaue ich mir nämlich mal an, wie die Statistiken irgendwie für die, die an Corona gestorben sind, aus. Ja? Also ein bisschen tiefer. Da. Ja, also. 23 über 80-Jährige, wenn man jetzt praktisch mal einfach 100 Menschen nimmt, die über 80 sind, ja, dann werden von diesen 100, die über 80 sind, haben 23,4 wirklich, sind todkrank. Sie wissen es vielleicht noch nicht, ja, aber sie sind, wenn man dann später irgendwie sieht, gestorben, aha, hatten Krebs oder so. Ja. So, 23,7 sind todkrank und wie viele sind irgendwie an Corona gestorben? Irgendwie 22,5%.
Das sind jetzt unterschiedliche Gruppen, ja. Also wie gesagt, ich nehme mal 100 Menschen, die an Corona, Corona infiziert waren, ja. Das ist praktisch irgendwie mehr oder weniger gesagt Zufall, ja. Kann man auch wieder streiten, ja, weil Ältere irgendwie, die vorher krank sind, sind auf Hilfe angewiesen und können sich nicht selbstständig irgendwie allein zu Hause irgendwie einbunkern, ja, sind, deswegen werden sie öfters infiziert, deswegen sind Ältere, also eigentlich ne, sogar noch irgendwie mehr. Also von den Todkranken irgendwie sind es eigentlich noch mehr, eigentlich sogar weniger, mehr. Also das muss man halt unterscheiden, ja. Während jetzt hier die 23,4% sind alle über 80, ja, also im Prinzip auch zufällig alle über 80. Und jetzt hier die 22,4% sind auch alle über 80 und zufällig halt infiziert. Kann man so halbwegs sagen. Ist im Prinzip genau dasselbe. Und das Schöne ist halt, dass eine 100% Korrelation. Wunderbare Wissenschaft, ja. Ne, bei den über 70-Jährigen 7,04 und 7,5% irgendwie Tote. Und bei den 60-Jährigen, also dieser Zusammenhang irgendwie bildet sich genau ab mit dem Alter. Ja? Diejenigen, die todkrank sind, entsprechen genau der, irgendwie der Menge, die auch an Corona sterben. Ja? So, das ist jetzt nur eine Korrelation. Ja? Jetzt ist immer Ursache-Wirkung. Also ich ärgere mich immer irgendwie. 80% aller wissenschaftlichen Studien, die Statistik machen, die reden sich halt irgendwie, das biegen sich so zusammen, wie sie es haben möchten. Ja? Ist ja wirklich, ich habe ja auch den Fehler gemacht. Man möchte gerne irgendwie und deswegen. Ha? Man muss sich überlegen, Ursache, Wirkung, aber das ist hier ziemlich eindeutig. Ja? Also wenn man Corona hat, irgendwie wird man deswegen nicht an Krebs gestorben sein. Ja? Während irgendwie, wenn man Krebs hat, irgendwie ist man halt irgendwie eindeutig irgendwie ein Kandidat, der, wenn es einen erwischt, irgendwie dann irgendwie auch an Corona stirbt. Ja? Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, es gibt noch eine andere Ursache und diese Ursache bewirkt praktisch beides, ja? Unabhängig davoneinander. Ja? Also ich versuche es halt jetzt schon wissenschaftlich irgendwie sauber zu halten, ja. Und deswegen habe ich lange überlegt, irgendwie, was könnte denn irgendwie sein, dass es praktisch unabhängig ist. Weil ich behaupte jetzt von wegen, also die da an Corona sterben, die werden halt eh gestorben, ja. In 2,5 Jahren im Schnitt und haben irgendwie schweres Leid noch vor sich, ja. Und jetzt nicht ein paar Monate wie der Boris Palmer das, fälschlicherweise, irgendwie so wie es auch ich irgendwie, sondern... Aber es sind halt keine 9 Jahre und es sind eben auch keine 9 gesunden Jahre, sondern es sind 2,5 todkranke Jahre. Das behaupte ich, ja. Jetzt kommen irgendwie, kann im Prinzip keiner abschreiten, dass die todkrank sind und sich infizieren, dass die irgendwie auch irgendwie an Corona sterben, ja. Aber es kommen jetzt die Leute, die wollen es halt irgendwie, nie. Es muss halt mehr als 2,5 Jahre sein. Das heißt, es muss noch eine andere Gruppe geben, ja, die nicht vorerkrankt ist und die aber sich auch infiziert und die auch stirbt, ja. So, das muss eine grenzende Gruppe sein. Ich sage jetzt mal von wegen, ja, also die Krebs und krank irgendwie sind 50% dieser, die dann auch zu diesen rein 22,5 der Corona-Toten. Also es muss noch eine andere Gruppe geben, ja. Und wie war das jetzt? Ich habe mir überlegt, irgendwie was denkbar wäre, ja. Denn das Problem ist, diese andere Ursache muss auch mit dem Alter steigen. Denn wenn sie von dem Alter unabhängig wäre, dann würde ja diese Korrelation nicht stimmen. Ja? Aber die Korrelation passt ja genau. Das heißt, es muss genau eine andere Gruppe sein, die auch irgendwie mit dem Alter irgendwie zunimmt, die aber nichts mit Krankheit zu tun hat. Also irgendeine Ursache, die irgendwie die nicht den Patienten krank macht, sodass er halt dann wirklich diese 9 Jahre hat. Ja? Aber dann bei der Corona-Krankheit dann irgendwie den Totschlag macht. Ja? Was ich mir ausgedacht habe, es könnte sein, irgendwie, also man könnte konstruieren, dass ältere Menschen haben halt früher irgendwie weniger Urlaub gemacht, waren weniger im Ausland, waren weniger in Kontakt mit ausländischen Viren. Deswegen ist ihr Immunsystem nicht trainiert auf unbekannte ausländische Viren. Ja, und das ist halt im Alter, gibt es die halt öfter, sind im Prinzip aber gesund. Ja, wenn es den Corona nicht geben würde und sie würden halt nur die deutschen Krankheiten, dann würden sie halt 9 Jahre leben. Ja. Aber jetzt kommt halt dieser ausländische Virus, ja, und die sind da halt nicht drauf trainiert und deswegen ist im Alter zunehmend auch bei gesunden Menschen trotzdem irgendwie sterben sie an Corona, aber sie würden im Prinzip noch 9 Jahre leben. Ja? Wär so ein Fall, wäre eine andere Gruppe, ja, sind im Prinzip gesund, sind aber für den Corona irgendwie spezieller irgendwie, also völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja? Und passt ja eigentlich irgendwie überhaupt nicht, weil der Coronavirus gibt ja auch hier die Coronaviren und ist ja anerkannt, dass irgendwie praktisch die jetzt kommt, der nächste Mutation.
ist ja angekannt, dass es Kreuzimmunität gibt. Ja, das heißt, irgendwie, man ist schon trainiert auf diesen Unbekannten, weil irgendwie es hier auch ein Ding gibt. Ja. Aber ich wollte jetzt sagen, ich habe hier eine Korrelation, die ist wissenschaftlich belegt. Ich habe eine Erklärung dafür. Ja. Gibt irgendwie, da war jetzt wieder irgendwie, hab ich doch hier irgendwie das. Da irgendwie die durch Vorerkrankungen ist das Gewebe meist schon geschädigt. Irgendwie Bluthochdruck, Diabetes, Corona, Herzkrankheit, die ideale Voraussetzungen. Ja? Also ich habe eine Ursache-Wirkung, ich hab eine statistische Korrelation dazwischen und ich müsste wirklich was völlig irgendwie Unsinniges an den Haaren herbeiziehen, um auch so eine altersbedingte Steigerung, die aber nichts mit diesen tödlichen Krankheiten zu tun hat, damit ich dann dieser Gruppe die 9 Jahre irgendwie anrechnen kann. Ja? Dann würde halt die Hälfte in 2,5 Jahren Schnitt haben und die andere Hälfte würde in 9 Jahren irgendwie sterben, dann wäre halt irgendwie die Hälfte wären 6 Jahre oder irgendwas. Ja? Aber wie gesagt, das ist im Prinzip, sag ich mal, eindeutig. So, jetzt möchte ich irgendwie dann halt erklären, wo ist der Fehler von dieser anerkannten wissenschaftlichen Studien, die immer recht haben, weil Wissenschaft, obwohl sie eigentlich noch nicht mal von anderen Wissenschaften begutachten worden sind. Die haben halt im Prinzip schon auch diese 9 Jahre. Ja? Und dann haben sie gesagt, naja, okay, diese ganzen 9 Jahre irgendwie geht ja nicht, weil es gibt ja schon viele, die krank sind. Und dann haben sie halt irgendwie so Studien irgendwie gefunden, wo halt wirklich 73% derjenigen, die da irgendwie gestorben sind, die hatten einen hohen Bluthochdruck. Ja? Und dann haben sie irgendwie, wenn sie 3 von denen hatten, irgendwie, dann waren sie 50% dieser, die gestorben sind, die hatten 3 von diesen Indikatoren. Ja? Und dann haben sie halt irgendwie das gesehen, okay, sag ich mal, 50% irgendwie waren welche, die hatten 3 Vorerkrankungen und dann haben sie geguckt, in dieser, wie viel leben denn irgendwie, wie lange leben denn diese Menschen, ja, mit diesen Vorerkrankungen, die halt 3 von denen, wie liegen die dann halt im Schnitt noch, ja. Wie gesagt, irgend so eine kleine schottische Studie mit irgendwie, weiß nicht, 10 Leuten oder was, ja. So, und da haben sie halt im Prinzip genau denselben Fehler gemacht, den dann in der Presse die Wissenschaftler sogar als Erklärung bringen, die sagen, ja, mit Bluthochdruck kann man auch noch lange leben, das ist ja keine tödliche Krankheit. Ja? Das ist eben wieder genau derselbe Fehler, den ich gemacht habe. Die sagen jetzt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 50% irgendwie oder 70% hatten hohen Blutdruck. Ja? Und dann nehmen sie jetzt alle, die hohen Blutdruck haben, über 80, alle hohen Blutdruck haben und gucken, wie lange die gelebt haben. Ja? Und das ist eben, es gibt halt auch welche, die mit hohem Blutdruck noch lange leben. Ja? Die tauchen in meiner irgendwie Statistik ja auch auf. Ja? Das oder sowas. Ja, ich meine hier, wenn ich jetzt sage, hier in den ersten 5 Jahren irgendwie, die sterben irgendwie tödliche Krankheit, ja, die anderen, die sterben ja auch alle an den tödlichen Krankheiten, ja, die 70%, also auch von denen werden welche an hohem Blutdruck, es wird auch irgendwie 90-Jährige geben, die am hohen Blutdruck sterben, ja, die sterben aber erst in 10 Jahren an hohem Blutdruck, also die sind irgendwie, wenn sie 80 sind, sind die im Prinzip noch gesund, ja, die müssen wir aber rausnehmen, ja, weil ich komme ja schon mit diesen Todkranken, ja, da schaffe ich ja schon die 30%, ja, oder diese 20%. Ja, deswegen irgendwie, die haben halt gesagt, okay, 70% Blutdruck und mit Blutdruck lebt man halt immer noch irgendwie 10 Jahre oder sowas oder 6, 7 Jahre. Ja, die 30%, die dann keinen hohen Blutdruck haben, die leben dann 12 Jahre und die Blutdruck haben. Aber das ist wieder verkehrt, weil die gestorben sind, ja, man weiß ja nicht, okay, hatten hohen Blutdruck, aber waren das jetzt die jetzt irgendwie jetzt kurz vorm Absterben waren? Und wie gesagt, es gibt genügend, die sich infizieren, ja. Und also wenn ich halt sage, irgendwie, dass hier diese 23,4, ja, also wenn man 100 Leute nimmt, zufällig, ja, dann wären von diesen 100 halt rein, ich muss das irgendwie wiederholen immer, weil damit das irgendwie einsickert, 100 Zufällige, wären 100, wären davon 23%, 100 Infizierte. Ja, ich versuche halt wirklich, deswegen, wenn ich finde, also nicht 100% irgendwie gar nichts, sondern 100% Infizierte. Aber das ist halt wirklich dann der Durchschnitt. Also man weiß ja nicht, wer infiziert. Alle werden wahrscheinlich irgendwie, kann man dann wieder ab. Kleinigkeiten, ja. 100% sind infiziert, davon werden 30 sterben. Von diesen 100% haben aber auch irgendwie 23% so eine tote Krankheit. Das heißt, sie haben diesen schon hohen Blutdruck, ja. Diese anderen, die jetzt auch hohen Blutdruck haben, aber erst in 20 Jahren, die brauche ich gar nicht, weil dann wäre ja. Wenn die auch noch damit reinkommen würden und auch sterben würden, dann wären das ja irgendwie nicht 23,4%,
die gestorben sind, sondern dann wären das mehr, die irgendwie gestorben sind. Ja, also ich hätte mehr als diese 20,5%. Ja, aber die, die halt schon die tödliche Erkrankung haben, ja, also die halt diese schwere Bluthochdruck haben, ja, die sterben auf jeden Fall ja irgendwie auch. Ja, und deswegen ist es hier wieder der Fehler. Irgendwie, die sagen halt, nehmen irgendwie die Vorerkrankung und dann sagen so, überlegen so, naja, die Vorerkrankung irgendwie, aber die dann irgendwie gut, schwere Fälle und schwache Fälle und rechnen dadurch dann irgendwie ihre Lebenserwartung hoch. Ja? Und dann kommt halt noch zu, ich meine, woher weiß man denn irgendwie, ob ein Toter was für einen Blutdruck der gehabt hat, ja? Es gibt halt schon in den Studien welche, die sind halt dann im Altersheim erfasst worden, ja? Aber es gibt halt auch welche irgendwie, die Krankenhaus irgendwie beschweren, ja? Und dann, wenn sie dann einen hohen Blutdruck haben, ja, hatten sie den vorher schon oder hatten sie den jetzt erst irgendwie durch die Erkrankung, ja? Kann man irgendwie alles irgendwie schwer irgendwie zurückrechnen, ja? Und deswegen gehe ich halt den anderen Weg und sage von wegen, also ich habe hier 22,5%, die gestorben sind, über 80. Naja, gibt es denn irgendwie so viele, die wirklich schon todkrank waren? Ja, und wenn ich dann sehe, okay, es gibt so viele, die schon todkrank waren, ja, und es ist bekannt, dass hier mehr diese Dinge wirklich zu Komplikationen führen, dann ist die Sache im Prinzip erklärt, ja? Dann habe ich mir irgendwie, wo sind die, ja, Altersheime, ja. Von denen, die hier gestorben sind in Deutschland, ein Drittel davon irgendwie kam aus Pflegealten, ja. Irgendwie das irgendwie was, und ich glaube, das ist irgendwie noch unterschätzt oder sowas. Ja, die Zahlen dürften sogar noch erheblich höher liegen, weil die von Altersheimen dann ins Krankenhaus, in die Intensivstationen, die da gestorben sind, sind dann teilweise nicht mehr den Altersheim zugeordnet worden. Das heißt, wenn jetzt hier ein Drittel, das sind halt, da hat man die Altersheime gefragt, hey, wie viel von euch irgendwie einzelne, ja, irgendwie, und deswegen wahrscheinlich sogar höher, so ein Drittel ist in den Altersheimen, so. Und im Altersheim irgendwie besteht die wo steht's hier, die durchschnittliche Verweildauer noch 6 bis 8 Monate Verweildauer, dann sind sie gestorben, ja. Das ist im Prinzip das, was der Palmer sagt, ja, ein Drittel davon Altersheime, wahrscheinlich sogar noch mehr ein Drittel, und die in Altersheimen irgendwie haben nur noch 6 bis 8 Monate zu leben, also wenige Monate, ja. Interessant hier auch, das Eintrittsalter zählt 84, ja. Das sind also auch noch nicht mal diese Gruppe von den 80, sondern das sind die spätere Gruppe, die also, wo das Risiko noch höher ist, ja. Und das ist ein Drittel der gesamten Bevölkerung, ja. Es ist halt schwer, wenn ich hier immer so springe, deswegen, ich habe es euch eben so vorgerechnet mit diesen, ich habe die Toten gefunden, ja, ich habe die Schwerkranken gefunden und die korrelieren 1:1 damit, ja, und deswegen ist es im Prinzip eine wissenschaftliche, statistische Beweisführung, ja, und Ursache, wie gesagt, Ursache-Wirkung ist im Prinzip hier eindeutig, ja. Ich hack da jetzt noch irgendwie so drauf rum, weil man könnte halt irgendwie die Fakten anschauen und versuchen, irgendwie sein Hirn einzuschalten, und dann würde man halt anerkennen, von wegen, was der Palmer gesagt hat, ja, die Alten irgendwie, die sterben irgendwie, und irgendwie, wir machen hier den riesigen Aufwand, irgendwie die ganze Wirtschaft irgendwie, ja, ich habe ja gesagt, 5 Milliarden Euro und wir hätten überhaupt keine Toten im Prinzip, ja. Und anstatt jetzt irgendwie ganz Deutschland runterzufahren, irgendwie hätte man halt zielgerichtet, wenn man halt anerkennt, dass die Alten irgendwie wirklich die sind, die daran sterben, also die eh bald sterben, ja, dann könnte man halt irgendwie gezielt die Altersheime irgendwie versorgen, abkoppeln, ja, irgendwie durch Lieferservice etc. Man könnte gezielt irgendwie die aufrufen, die schon hatten, die immun sind, die dann im Altersheim irgendwie die Versorgung übernehmen. Man könnte gezielt irgendwie Vorsorgeuntersuchungen machen, ja, das halt gezielt, damit man halt die findet, die halt irgendwie schon schwer erkrankt sind, und die halt, also, aber dazu muss man halt irgendwie anerkennen und sagen, also es trifft halt die eigentlich eh bald sterben. Ja. So, was habe ich jetzt hier noch, was ich euch zeigen kann? Das waren halt die 9 Jahre, wo es mit angefangen hat. Das hier ist, glaube ich, wieder eine aktuelle Untersuchung aus Amerika. Ja, die passt im Prinzip nicht auch zu dieser. Ich habe halt hier so eine Korrelation, ja, die halt wirklich irgendwie wie von Stich jetzt sozusagen. Also ich habe hier nichts simuliert oder berechnet. Ich habe halt wirklich geguckt, irgendwie, ne, die Menschen, wer von den Menschen stirbt irgendwie innerhalb irgendwie der nächsten 5 Jahre, und davon halt die 70% irgendwie, die hatten als Ursache eben, ne, wirklich irgendwie Krebs oder Herz-Kreislauf, und die sind halt dann, definiere ich als schwer krank.
Und da haben sie jetzt hier eine neue aus Amerika, irgendwie die 39% irgendwie waren wirklich schwer kritisch, die halt dann im Krankenhaus wirklich versorgt worden ist. Also 39 von denen, die überhaupt ins Krankenhaus gekommen. So, und von diesen 39 irgendwie sind dann 80% hatten chronische, wobei Bluttod, ne, chronische Erkrankungen, ja. Wieder eben dieses, also dass die, die wirklich dann schwer krank und sterben, das sind halt auch die, die halt wirklich todkrank sind, ja. Interessant, deswegen erwähne ich ja, zudem war die Hälfte der kritischen Fälle fettleibig, ja. In Amerika irgendwie ist ja höher, ja, und da ist aber auch irgendwie die Fettleibigkeit, irgendwie die, wo war das, habe ich das irgendwie, dass in Amerika 68% der Übergewichtigen irgendwie fettleibig sind, ja. Also ich habe halt hier in Amerika irgendwie schon noch krassere Zahlen, ja. Aber ich habe eben da auch irgendwie die Ursache irgendwie auch, ja. Also deswegen ist nicht irgendwie was anderes, was irgendwie nichts damit zu tun hat. Okay, ich bin glaube ich so durch. Hier hinten ist noch was. Was war denn das da? Nee, das war nicht vollkommen, ja. Ich bin eigentlich immer stolz, hier unten nur drei negative Bewertungen. Sonst sind meine Bewertungen entweder sitzt keiner oder wenn, dann sitzt er irgendwie positiv, weil ich irgendwie so komische Sachen mache, ja. Und wenn ich euch dafür kritisiere, wie dumm ihr seid und ihr dann irgendwie, will ich nicht hören, ja, dann ist das für mich natürlich irgendwie Dankeschön, ja. Und deswegen, ich hatte hier die, wo ich über den Netto, wo ich das halt mit diesem Verteilernetzwerk irgendwie da kritisiert hatte, ja. Irgendwie da bin ich ja ziemlich stolz, irgendwie, wo habe ich es da unten, ja. 42 negative Bewertungen, ah, Dankeschön. Also besser kann ich nicht beweisen, irgendwie, dass ihr das halt alles nicht hören wollt. Ah, okay. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, ja, ich denke, das ist schon clever irgendwie gemacht, indem ich halt irgendwie keine irgendwie Abschätzung, Simulation, Berechnungen, die halt auf falschen Grundlagen und dann alle nichts wert sind, sondern indem ich halt irgendwie geguckt habe, wie viele Menschen sterben denn halt wirklich an einer tödlichen Krankheit, ja, und wenn ich dann halt einen Zusammenhang finde, genau das ist auch die irgendwie bei den Infizierten irgendwie dann, weil von den Infizierten ist halt auch dieser Anteil irgendwie tödlich krank und das korreliert genau mit denen, die auch dann an Corona sterben, ja, kann man dann eigentlich ziemlich sagen, irgendwie, die sind eigentlich nicht an Corona gestorben, irgendwie, die waren halt todkrank, ja. Weil wenn es das nicht wäre, wenn diese Korrelation nicht wäre, dann müsste es halt noch eine andere Ursache geben. Und wenn es eine andere Ursache gäbe, dann könnte diese andere irgendwie eine höhere Lebenserwartung haben. Das habe ich euch ja versucht, irgendwie so fiktiv irgendwie in diesem Beispiel irgendwie, dass die Senioren irgendwie... Gab es ja schon früher irgendwie, dass praktisch dann, ich weiß nicht, die hatten dann die spanische Grippe miterlebt und waren dadurch dann immun oder sowas. Also der umgekehrte Fall. Ja, weil eigentlich ist ja so, die Älteren, die länger, die haben schon öfters mit verschiedenen irgendwie zu tun gehabt und sollten deswegen eigentlich hier, also es, könnt ihr euch das überlegen, also es fällt wirklich sauschwer, eine andere Ursache zu finden, ja, die irgendwie auch mit dem Alter korreliert, die auch praktisch irgendwie, aber nicht mit dem Krankheitszustand der Person, der Infizierten, ja, aber trotzdem Corona, die Krankheit irgendwie tödlich ist, ja. Okay, dann fliege ich hier noch einmal irgendwie um. Das Roland von. Komm da. Tschüss.